Ironwood. Kepler. Und damit willkommen bei Pacific Drive. Das wollte ich einfach mal ausprobieren, wie das Ganze ist. Ich spiele das jetzt gerade zum ersten Mal, also First Time First. Und ja, ich bin sehr gespannt. Kann man ruhig so sagen. Ich habe jetzt nur einmal eben eine halbe Minute gespielt fürs Einstellen der Grafik und gucken, ob das soweit passt. Ja, genau. Also, ich bin gespannt. Ups. So, dann will ich mal loslegen. Okay, selbstgeführte Tour, Pacific, der hohe Regenwald, Hurricane Ridge, Keller, Rugby Beach, Lake Crescent, Drink Up, Park Rules, okay. Anpassen, Kopf wackeln. Okay, Werkzeug wackeln. Oh Gott, kann man hier viel einstellen. Wir machen einfach mal Standard. Die Olympic-Halbinsel war im Jahr 1947 Geburtsort einer vielversprechenden neuen Technologie. Schnell verbreitete sich Gerüchte über fantastische Erfindungen, die diese Technologie ermöglichen würden. Okay. Die Regierung riegelt die Halbinsel 1955 teilweise ab und legt das Sperrgebiet der Olympic Exclusive Zone an. Das Sperrgebiet wurde über 30 Jahre hinweg mehrfach erweitert, bis die Regierung es schließlich stilllegte und sämtliche Zugänge versiegelte. Was darin geschah, wurde niemals öffentlich gemacht. Okay. Adresse Baker Street. Deliver, unload, clean. Die Olympic-Halbinsel 1998. Oh. Cool. Autosimulator? Ich bin gespannt. Ja, Freunde. Und damit fahren wir ganz entspannt durch die Gegend. Ich habe keine Ahnung, was hier abgeht. Ich weiß noch nicht mal, können wir irgendwie aussteigen? Nee. Okay. Ist ja mal interessant. Also, das ist anscheinend ein Autofahrsimulator. Hm.
Mal sehen, was auf uns zukommt. Okay. Aber cool sieht es ja schon mal irgendwie aus. Kann ich auch mit C. Okay, cool. Mit Regen und Wetter, wahrscheinlich Tag-Nacht-Zyklus. Okay, krass. Was zur Hölle? Und mit H? Nee, oder L? Nee, wie kann man denn... Also das Licht... Ah, mit... Ja, nee. Die war nur Ausführung des Schalters, okay. So, ich will mal eben kurz gucken auf die Musik. Sicherer Modus... Okay. Ich fahre eigentlich auch gerade die ganze Zeit auf der falschen Straßenseite. Okay. Geht das Spiel jetzt noch so... 20 Stunden später. Willkommen, wir fahren immer noch weiter. Oh, Tunnel. Ah, Scheinwerfer mit Y. Okay, cool. Also grafisch finde ich das aktuell echt nice. Irgendwie zwischenzeitlich ist das ein bisschen clean alles. Wie zum Beispiel das Auto, das finde ich irgendwie sehr, sehr grafisch cleaner Look. Aber was passiert jetzt? Okay. Übertragung und geschredderte Musik und Großmahlzeit. Was, auf was fahren wir hier zu? Danger Zone Call. Warning. Okay. Wir haben noch mehr als einen halben Tank, wie man hier sieht. Okay. Himmel. Ist das ein Horrorgame? Ey, nur weil ich auf der falschen Fahrerseite fahre. Fahrseite. Hi. Ich muss mal was anderes. Das mit Minecraft gestern, das hat mich echt... Oh. Mies abgefuckt. War aber eigentlich auch klar, dass sowas früher oder später eigentlich passieren sollte. Ja, aber ich habe so viel von Pacific Drive überall gesehen, aber noch nicht richtig Gameplay gesehen. Und nur so ein bisschen, dass man mit dem Auto durch die Gegend fährt und das so, ja, das Auto ist die Basis und dann guckt man einfach. Ich bin gespannt. Yo. Okay. Aber Kinder, unter Alkohol bitte kein Auto fahren, sonst kriegt man ganz komische Halluzinationen hier. Hey.
Okay, Olympic Exclusive Zone. Okay, ich kann gehen und... Muss ich den Reifen einsammeln? Oh. Okay. Das ist einfach mein zerlegtes Auto. Kann ich... Jetzt will ich jetzt mal ausprobieren. Okay. Das ist hart strange. Aber das sieht echt cool aus. So, jetzt ist die Frage, warum ist hier alles so verseucht und... Was machen wir hier? Okay, unser Ziel ist, finde eine Transportmöglichkeit. Sieht aber mal lustig aus. Okay. Also irgendwie, der Grafikstil ist irgendwie komisch. Kann man das so sagen? Ich hat sowas von Comic? Ja. Oh, someone out there? Hello? What a swine. Never mind. Ich dachte, die Toiletten wären immer am Ende des Ganges. Okay. Das Auto spricht mit uns oder was? Okay, ich habe einen Sommerreifen montiert. Gibt es hier noch mehr zu erkunden? Oh, uns fehlt eine Hintertür. Oh, daneben. Okay, Tobias. This is Tobias Barlow and Francis Cook, located in Midzone Sector B. Do you read me? I'm picking up your distress signal in the outer zone. It looks like you're somewhere around Sector E. Hey, Francis, come here. Yes, it's urgent. Leave that interferometer alone for a second. Something is out there. Okay, sind das Tobias und Francis, die da unterwegs sind? Ja, das funktioniert. Nein, anscheinend nicht. They don't have a transmitter. We won't hear a thing back. But if they're stranded, could they mean... Is a preacher? They're from outside? They're a preacher? Hey, how did you get through the barrier wall? No one's gotten into the zone in ages and lived to tell about it. And if we don't get them to safety, this one won't either. That's a good point. Hey, you're in serious danger. The instability's closing in, and it's gonna scramble you quicker than beef in a blender. Your closest shelter is a few miles east. Get there however you can, and be quick about it. Okay, also, wir müssen zum Shelter und schnell sein. Aber irgendwie, das Auto rutscht echt hart durch die Gegend. Und gut fahren tue ich auch nicht. Wow. Als ob ich es prophezeit habe. Das kann doch nicht sein. Cool. Also ich muss... Ich konnte gerade nicht bremsen. Ich musste wirklich die Parkposition einnehmen. Damit das Auto nicht weiterrollt. Okay. Also, holen wir uns Benzin. Ah, ich brauche einen Benzintank. Haben wir einen?
Okay. Coole Mechanik. So, haben wir hier irgendwo einen Benzintank? Da. Oh. Ist das ein Bug? Der ist ja niedlich. Obwohl, der ist echt klein. Hilfe! Okay. Heiliger Spruch. Oh Gott. Okay, let's not get ahead of ourselves. First, the breacher needs to get to safety. Then we can look into whether that car is a remnant or not. In my heart of hearts, I already know. They're back, baby. Oh Gott. Also, wir fahren gerade mit einem Relikt durch die Gegend. We ain't gonna like you poking around in there, but better to face a bad side than let the zone eat you alive. Okay, also wir sollen zum Unterschlupf fahren. Da. Bevor es Ärger gibt, oder wir kriegen Ärger, weil wir da hinfahren. Das sieht doch gut aus. Okay, komisch. Oh, ich habe mein Vorderrad verloren. Wieso habe ich mein Vorderrad verloren? Ja, da hast du zwar recht, dass ich ein Relikt bin, aber so alt bin ich jetzt auch noch nicht. Nice. Oh, cool. Oh mein Gott. Nail gun to the skull. So, another breacher, huh? How do you outsiders not understand that Arda didn't build that 300-meter wall out there for fun?
Unless you're one of the unfortunates who got zapped through. Wait, I just remembered. I don't give a damn why or how you got here. You're trespassing, and I'd kindly like you to get the hell out of my zone. Ugh, God, unfortunately, the barrier wall is as fortified against Oh God, trying to get in as it is against anyone or anything trying to leave. We have to find you a way out. So you might as well start by fixing up that car. Just don't break anything in my shop with those soft hands of yours. Danke schön. Dann wollen wir mal gucken. What? You need help? There's a headset somewhere in the garage. Put it on. The built-in diagnostic will tell you what needs fixing up. Oh. Also ich denke mal das hier, ne? Ne. Das hier? Okay, damit kann man ja echt hart auf den Sack gehen. Also, eigentlich dachte ich jetzt, das wird dit. Aber irgendwie kann ich hier nichts machen. Ah. Cool, das ist der Rucksack, den ich gerade aufgenommen habe. Oh Gott. Hilfe. Oh, guck mal. Da soll ich hin. Das ist der Feuchtwald. Okay. Und alles so Symbole aus dem Auto. Das ist cool. Okay, während wir sind, schneiden, bremsen, verfahren und Dauerbetrieb. Drive wechseln und natürlich den Motor ein- und aussehen. Kannst du das Radio, die Scheibe schon jumpen. Ich kann hupen? Okay. Autowart, oh Gott. Benzin, Starthilfe. Okay, was haben wir hier noch? Reifen. Ein unschuldiger kleiner Sommerreifen. Bitte verzeih mir die Strapazen, denen du bald ausgesetzt sein wirst. Was im Volksmund als Ersatzreifen bezeichnet wird, ist zumeist ein vollständiges Reserverad. So oder so, es lohnt sich immer so ein Ding dabei zu haben. Nice. Arkdog. Okay. Anbremsen. Mit einem schnellen Hebelzug kannst du die Hinterräder des Autos blockieren und so einen Teil deines Momentums in einem Schleudergang verwandeln. Vielleicht beeindruckst du damit sogar die Anomalie, die dich beobachtet. Ah, okay. Pappkartons. Ausrüstung. Das Mechanikerauge. Das Headset, das OP zusammengeschustert hat. Du kannst damit Objekte im Sperrgebiet scannen, um Informationen zu erhalten. Mit seinem Diagnosewerkzeug kannst du dir einen unfassbaren Überblick über den Zustand deines Autos verschaffen. Ah. Dieser Rucksack mag zwar nicht der größte sein, aber solide und strapazierfähig wie er ist, hat er immer noch genug Raum für alle erdenklichen Werkzeuge und Ausrüstungsteile. Okay, was haben wir hier? Nicht gefunden. Die Werkstatt. Okay. Die Werkstatt ist dein Heimathafen zwischen deinen Ausflügen in das Sperrgebiet. Hier bist du sicher. Nimm dir also die Zeit, dein Auto zu reparieren, herumzutüfteln und Verbesserungen zu erforschen, bevor du dich wieder in das Sperrgebiet wagst.
bewegen und interagieren. Im Sperrgebiet bist du auf dich allein gestellt. Zu Fuß kannst du umherlaufen, rennen, kriechen, springen. Du kannst auch einige Gegenstände aufheben, fallen lassen, werfen und ihnen einen Tritt verpassen. Wenn du Knöpfe oder Tastenfelder siehst, drücke nach Lust und Laune drauf herum. Du kannst die Tastenbelegung im Menü ändern. Okay. So, also, als erstes heilen wir uns. Oh. Ups. Oh, verdammt. Stahltür. Tankklappe präpariert. Okay. Wie kann ich denn Fotos machen? Oh mein Gott. Tür, Stahltür. Okay. Das sind einzelne Statis, erste Hilfe schreiben. So. Einstellungen, Steuerung. Nee, nicht Controller. Steuerungssystem, Tastatur, Maus und Tastatur belegen automatisch. QWERTY, okay, automatisch. So, benutzen, ausbauen, ablegen. Genau, ich wollte jetzt Matt suchen, aber Objekt Scan ist C, Auto teleportieren, okay. Aber irgendwas war hier ja noch mit Foto. Oder ist das? Nee, ich glaube, ich sollte erstmal die Quest machen. Vielleicht wird dann erst das Foto und Scan freigeschaltet. Einpackhilfe. Ah, was? Ah, auf der linken Seite habe ich die Tutu-Liste, okay. Oh, ich brauche ein Brecheisen, okay. Klebeband und ein Mechanikalkett, okay. Glasscherben, Fackel, Glasscherben. Kann ich auch. Oh. Oh. Okay. Verschrotter. So, hol dir die Gegenstände auf der Schreckliste aus der Entfernung hinter dir. Verschrotte die Räderplatten und Türen des verlassenen Autos. Okay.
Okay, interessant. Was passiert, wenn wir das komplette Auto dann weghauen? Okay, wir haben die ganzen Teile. Ah. Wollen wir uns eben noch das Benzin. Damit haben wir erstmal ein bisschen was. Ich guck mal, ob ich da noch mehr rausholen kann. Okay. Ein bisschen haben wir noch bekommen. Okay, was machen wir jetzt hier? Ah, das ist die Werkbank. Okay. Also, was wollten wir? Wir wollten eine primitive Tür bauen, herstellen. Gott, wird das kompliziert. Was soll ich reparieren? Ah, ich hab... Okay. Reparaturkit. Ups. Ist das mal geil. So kann man auch ein Spiel darstellen und sagen, okay, wir reparieren Sachen. Oh, jetzt kann ich scannen. Ah, okay. Okay, und was passiert, wenn ich jetzt... Kann ich hier noch was... Kein Scan-Ziel.
was? Warum habe ich da jetzt Pappkartons hingebaut? Werkmatte. Ah. Oh. There's a little prototype of mine in the garage. The Arc device. Hook it up to your car, wherever it'll fit. Auto ist leer? Ich meine, Batterie ist. Nee, auch Radio ist auch so. Genau, Fahrertür haben wir. Heckflügel. Ja, auf jeden Fall. So, wie kommt das hin? Ah, auf die Fahrerseite, Beifahrerseite. This beauty won't just be your tour guide. It's your North Star and the only way back to safety. Heck, you should consider it the Father, Son and Holy Spirit if you plan on staying alive. That's how important this thing will be to you. Yes, that's my very own invention. I'll tell you more about it if you live long enough to use it. Okay. Was ist das? Oh Gott. Eben sauber und dann gucken wir mal. Okay, Batterie laden. If you're all set, take a look at the projector against the wall. Okay, ich wollte aber mal eben gucken. Baupläne, kurz haben wir. Abdichtigkeit, lockeres Rad. Ah, mit einer Fertigungsmaschine herstellbar, okay. Klebeband. Finde ich das hier noch irgendwo? Dann können wir den Reifen zumindest das vielleicht mitnehmen. Nichts zu finden. Nee, schade. Okay, was ist das? Ja, ich glaube, wir müssen erstmal mit der Mission ein bisschen fortschreiten, um dann neue Sachen zu finden.
is the zone. Within these borders, all matter has lost the ability to hold a constant physical state. What that means is the shape, size, and makeup of just about everything constantly changes. A mile of grass can turn into 10 miles of swamp in the blink of an eye, and it does. Constantly. It's caused by something we call instability. We're completely surrounded by it, and once you've watched it chew through entire mountain ranges, you'll understand that you don't want to get anywhere near it. We can only survive in here within pockets of stability. That's what you're standing in now. And that's what you're seeing mapped on the route planner. If we're going to find you a way out of the zone, you'll need to build a new antenna. Until then, you won't be able to detect stabilized routes beyond your immediate area. So, you've got to go hunting for parts, and that means taking a drive. Go on, pick a route. The Arc device in your car will then show you where you need to go. Is this real time? Off you go. Make a left out of the garage and follow the access road. Werkstatt. Okay. Also, ich denke mal, dass wir jetzt erstmal einfach, wir müssen der Route hier folgen zu diesem Ziel, dann Teile zusammenbauen und dann, ja, Wähler einziehen und dann geht's weiter. Also, wir haben das Auto repariert, so zum Großteil, alles ansatzweise nicht hübsch, aber funktional. Cool. Okay, wir haben noch keine Fähigkeiten ausgerüstet. Ah, so. So viele neue Teile. Ah, und dann können wir. Hier sehen wir die stabilen. Viele stabile. Okay, stabil. Und. Ey. Oh, verdammt. Okay, dann würde ich mal sagen. Gehen wir auf unsere erste Tour. Okay, let's go. Wir haben unser Radio eingeschaltet. Und starten dann mal. Okay, hier sehe ich, ja, uns fehlt eine Kofferraumklappe. Und da ist offensichtlich unser Ziel, wo wir hin müssen. Okay. Ah. Au. So. Okay, wir können dann automatisch fahren anscheinend, oder wie läuft das? Also ich werde jetzt mal drücken und wir kommen in den Ladebildschirm. Okay. Also fährt er automatisch, nehme ich an. Dann kommen wir irgendwo an und... Okay, newbie. I'll keep this simple. Don't want to overwhelm that little brain of yours. You'll need a few things to rebuild the antenna at the garage. Oh, cool. First on the list is plasma. The woods are littered with plasma generators. Look for a research trailer or a spark tower. That's those antenna things zapping you when you get too close. Both are always accompanied by plasma generators. Okay, also die Sachen sind immer mit Plasma-Generatoren versehen und... Wir jetzt erstmal hier, würde ich sagen. Okay, ich soll Ersatzteile herstellen. Okay. The Arc device is picking up on some plasma generators nearby. Your headset has a built-in scanner. Use it on the plasma generator, and it'll figure out the tools you need. Okay, also.
die Sachen können wir echt nicht aufheben. Nur zerstören und dann kriegen wir die Ersatzteile dafür. Okay. Das ist ein komisches System, aber naja. Okay. So, ich will dann jetzt mal gucken. Okay. Also, flanschen wir das hier vorne ran. Okay, und jetzt brauchen wir noch hinten rechts. Gut, dass du das sagst. Ich... So, kann ich den irgendwie... So, mit diesem unersetzlichen... Kannst du wirklich jeder... Okay, V... Kann ich das irgendwie aufladen? Okay, warte mal. 4. 1. Okay, da kann ich nichts machen. Sollte ich die zerstören oder sollte ich die lieber nicht zerstören? Oh, Handstaubsauger. Okay. So, das können wir hier mitnehmen. Okay, der ist größer. Kann man sowas verarbeiten? Okay. Laborcomputer. Okay, das war's dann jetzt. Können wir eine Taschenlampe anmachen? Thank you.
Was zur Hölle ist das? Looks like it's ripe for the picking. Can't get at it with your hands, though. An impact hammer will do the trick. Okay. Das ist nice. Kann ich hier drauf zugreifen? Pappkartons. Ah, guck mal einer an. Okay, das. Zone all on your own. They grow so fast, don't they? And I'll be back at the helm. Das wollte ich jetzt been a long time, old gal. Didn't think we'd talk again after that whole Sasquatch incident. Yes, I was hoping to go another decade without hearing your voice again. What did you finally talk Francis to death? Hello to you too, Oppie. And no, I'm still here. Okay. Erstmal hier einfach rein. Gibt es eine Taschenlampe? Oh. Was ist das? Ersatzglühbirnen-Kit. Hey, driver. I bet you're dying to hear all about the remnants by now. Can you not? I'm a little busy trying to keep them alive. I'll keep to the basics, I promise. They deserve to know what they're getting into. Fine. I'm giving you 60 seconds. That is not nearly enough time to get... 55 seconds and counting. Okay, okay, okay. The remnants, in short, they're old objects that do all sorts of weird things. They bind themselves to people, and you're the latest victim. You and the car are inseparable now, so get acquainted. Once the remnant is bound to someone, they become gradually more obsessed with it. It takes over the victim's mind, until they go crazy and run off into the zone with it. No one has ever been able to resist its siren call. That fixation is probably worming its way into your brain as we speak. This is the first time we've ever got our hands on one. But we know all about the past remnants, and oh gosh, this one time it materialized as an old copper kettle, and the tea that came out of that thing, it was... And now I'm splitting the transmissions going to your receiver. Anything critical to your immediate needs will broadcast directly and immediately to your radio and headset. Anything not mission critical will be on a low priority frequency. Those transmissions will be recorded and indexed for you to listen to at your leisure. And by low priority, I mean just about everything that comes out of Tobias's mouth.
Wow. Okay, der kann in die Luft fliegen. Ups. Da ist Strahlung. Da gehen wir mal lieber nicht hin. Kann man noch eine Heckklappe bauen? Stoßstange. Brauchen wir noch eine Leuchte. Fahren wir dahin. Gucken mal, ob wir da weitere Antennen finden. Ersetze Teile, sammeln und stelle her. Was zum Gabelstapler ist das? Weiter. Safety first. Oh, guck mal, hier stehen überall diese Plasma. Da klauen wir uns doch mal gleich was. Okay, warte eben, da gucken wir gleich einmal nach. Ich bin der Meinung, der nimmt sich alles aus dem Karton. Oh Gott. Dann raus und ich habe kein Plastik mehr, aber das können wir ja eben checken. Einen habe ich.
Also der nimmt wirklich die Sachen aus dem Karton mit raus, wenn ich baue. Dann doch zu cool. Okay, dann fahren wir mal zum Waypoint. Gas, Overlook und Camping. Ey, da wurde schon geklaut. Das hat ein bisschen was vom Horror gegeben, die Geräuschkulisse. So. Okay, dann fehlt uns noch zwei Plastik. Warte mal eben. Ich muss mal die Heizung anmachen, sonst wird das hier irgendwie kalt in der Bude. So, Heizung ist an. Als nächstes hin. Obwohl, hier können wir mal eben parken. Durchsuchen mal eben die. Genau. Aha, guck mal, da haben wir ein bisschen Plastik dazu bekommen. Okay. Oh, krass. Wollten wir eigentlich herstellen? War das der Verschrotter, ne? Ja. So.
Oh. Okay, also brauchen wir jetzt noch ein bisschen mehr. Und hier, guck mal, Materialquellen, nimmt er den Rucksack und das Auto, das passt da. Weit gekommen. Okay. Bisschen Plastik, Stofffetzen, aber ordentlich. Wechselkiste, nice. Noch mehr Plastik, fehlt uns glaube ich noch einmal Plastik. Hier haben wir einmal Plastik. Gut. So, das heißt, funktioniert das, wenn wir uns eine primitive... So, sehe ich wo... Oh, guck mal hier. 5. Das heißt, unsere Rückseite ist dann... Okay. Cool. So, und ich wollte mal eben gucken... Nach einem Abdicht-Kit. Ja, herstellen. So, das heißt, das könnten wir hier mal eben kurz nehmen. Damit ist unsere Tür abgedichtet. Okay, vielleicht sollte ich mir eben noch ein Brecheisen bauen. Kann ich denn eins? Ja. Danke fürs Folgen, Schaltsmith. Nein. So. Ich glaube, ich habe schon wieder zu nah dran geparkt. Well, looks like you're near one of the old Camilla radio stations. That ought to be prime pickings for antenna parts. I've loaded its approximate location to your map. Look for an antenna tower up on a hill somewhere. Ah, da hinten. Okay, wollen wir uns noch... Da waren wir eben gerade. Gucken wir uns das doch mal an.
Tür sieht auch noch gut aus. Okay, oder wir fahren hier eben weiter und gucken einfach mal. Was ist denn Vorstellungsrunde? Oh shit! My! Where are our manners? Driver, we never introduced ourselves. Not really. Tobias Barlow, former Artem Maintenance Manager. Oh, and here with me is Dr. Francis Cook. I was a R&D scientist researching limb technology right here in the zone. We live right in the mid zone, just a hop, skip, and a jump over another big old wall from where you're at. Oh, and that old bat over there? That's Dr. Ophelia Turner, former director of research and development herself, the mother of limb technology, the maven of electromagnetism. That's enough. Resident party pooper. Okay, Tankstelle. So. Oh. Damit ist der Hammer kaputt. Heilen wir uns eben. Rucksack. Plastik. Nice. Zahnräder. Das ist auch cool. Mehr gibt es hier nicht, ne? Nö. Vielleicht sollte ich noch irgendwie gucken, ob ich einen Hammer bauen kann. Ja, ich glaube, ich baue eben noch einen Hammer. Ah, mir fehlt ein Zahnrad, okay. Oh cool, da wird das direkt angeheftet. Nice. Okay. Wollte auf Nummer sicher gehen, damit ich hier nicht einfach weggeröstet werde. So, wir haben ein bisschen Plasma bekommen und Teile. Oh Gott. Das sieht eine Mischung aus Horror und Silent Hill und... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, ein süßer Smiley. Hello there.
Strahlung und ich verliere langsam an Gesundheit. Oh ja. Okay, dann ab zum Auto. Gucken wir hier nochmal. Sieht auch irgendwie nicht gesund hier aus. Okay, oh. Oh. Da ist noch ein PKW. Gucken wir da mal in den Kofferraum rein und... Oh, Stahl. Was können wir denn noch bauen? Ah, wir brauchen... Okay. Oh. Oh Gott. Hier war überall Radioaktivität, also fahren wir mal hier hin. Ja. Okay, die zwei Autos könnten wir eigentlich auch noch plündern. Hier noch. Den hier. Quietschentchen. Kann man mal gebrauchen. Also bis jetzt ist das echt cool. That radio station's up on a hill somewhere. Eyes to the horizon. Auf geht's. Mit Radio. Thank you.
dem hier irgendwas machen? Nee, aber mit dem hier. Dann kann ich hier rein? Oh, ja. Okay, da ist auch nichts. Ja, glaube ich auch. Ich wollte jetzt hier, guck mal, eben hier hinfahren. Und dann zurück und dann da rein. Das war's auch schon. Toll. So, dann jetzt Versuch Nummer 2. Vielleicht muss ich auf die Türme achten. Sollte ich hochfahren? Okay, was fahren wir hier einfach hoch oder? Nee. Wir fahren ein Stück zurück und fahren dann ordentlich. Oh. Was ist das? Strahlung. Oh, wir tragen selbst die Strahlung. Okay, Moment, El Momento. Nicht einpacken, leider. Ich habe das Radio angelassen. Guck mal, da sind noch mehr. Oh.
Oh, oh, sorry. Geht's in die Unendlichkeit. So. Okay, hier sind wir, glaube ich, richtig. Mit der Radiostation. Fix. Okay, also plündern, plündern, plündern. Funk vom Sender. Time to get moving. The instability's ticking up by the second. But you can't get back the way you came. The instability makes all routes one way. And that's where my arc device comes into play. It'll get you back to the garage, but it needs to be charged first. And to do that, you'll need anchors. Take a look at the arc device display. It maps all anchors in the nearby area. Find an anchor and feed it to the arc device to charge it. But don't you worry your pretty little head about how it works. You'll be out of here soon, so there's no reason to learn more about Limb technology than you need to know. Okay, also das Teil, was wir eben gerade in der Hand hatten und durch die Gegend getragen haben, das können wir unserem Arc-Device füttern. Hätten wir auch mal vorher wissen können. Okay, also Rundfunksender. Dann fahren wir mal eben wieder den Hügel runter und sammeln die die Anker ein für das Arc-Device. Hey, Hoppy, like, look, I keep thinking, the way you're helping our friend here right now seems positively helpful. Besides, seems like me, you're looking to turn a new leaf or something? The only thing I want to look at is a 12-year-old whiskey and the back of this breacher's head when I sent them packing. But isn't it worth taking a detour to run just a tiny little test? Can't think of a worse way to spend my time. Please. I've seen you manipulate waveforms with your right hand and knock back a double with your left. Or am I to understand you lost your touch? What I'm understanding is that you won't shut the hell up until I test this remnant. Yep. Fine. Stop crowding my frequency. What? Wait. Really? Hoppy, darling, you never give in this easily. What's going on? Francis? Yes? How have you not thrown him to the bunnies by now? 80 years old and only getting sharper by the day. You're a legend and a role model. I'm giving you 10 seconds to get out of my... Okay, we're signing off. Hey, driver, good luck out there. And watch out for the bunnies. They are a doozy. Okay. Also, wir öffnen die falsche Tür. Wir öffnen die Tür. Nehmt das in die Hand und setzen das hier ein. The arc device is charged and ready.
You'll use it to open a gateway back to the garage, but it will immediately collapse the stability around you. So only activate when you're absolutely ready to leave. You do not want to get caught in the storm that follows. Okay, hier soll noch einer sein. Okay, da will ich noch mal eben gucken. Und ich will einmal gucken, was passiert, wenn wir die Leute hier anfahren in diesem... Oh Gott! Da hat meine Tür einen Schaden genommen. Ah, okay. Those anchors may look like glowing balls of magic, but it's Limtek through and through. Don't be scared. They haven't exploded in anyone's face recently. Okay. Ich glaube, ich soll mich einmal ein bisschen heilen. Eingangsbereich, okay, da kommen wir nicht lang. Okay, also fahren wir noch hier hin. Ich will diese ganzen Kugeln einsammeln, die ganzen Anker. Mal gucken, was die, ob uns das am Ende doch einen Vorteil bringt oder nicht. Und Kacke fahren bringt Schaden an der Ausrüstung. Okay. Oh mein Gott. Ich habe meine Lampe vorne kaputt gemacht. Okay, ich glaube, das Beste wäre, wenn ich hier links reinfahre. Richtig. Da ist ein Fass. Hier ist noch ein Fass. Wow. Okay, ich kann einen Notfallteleporter aktivieren, weil sich mein Auto gedreht hat. Verdammt. Okay. Und... Oh mein Gott, sieht die Karre kacke aus. Okay. Dann
fahren wir jetzt weg. Oh oh. Gut. Vorsichtig. Eben hier den Kofferraum durchsuchen. Was kostet denn ein Reparaturkit? Ah, das war das falsche Kit. Okay. Reparieren wir erstmal unsere Karre. Zum Glück haben wir davon ein bisschen was. Okay. Oh. Was habe ich denn auf? Egal. Hier war das mit der Strahlung. Zur Hölle. Okay. Der hat mein Auto als Schrott erkannt. Schnell, schnell, schnell. Okay, da war irgendwas Verstrahltes. Essen. Take your time. If you never get back to the garage, that suits me just fine.
Okay, dann heißt es jetzt Tür auf, ab nach hier oben, das Teil holen, runterlaufen und... Oh. Ich glaube, ich sollte mich erstmal entleeren und dann plündern gehen. Alter Schwede, ey. Das ist schon... Das artet ja in Arbeit ist. So. Abdicht-Kit. Oh ja, das sollten wir vielleicht mal eben kurz einsetzen. Okay, super. Damit ist unsere Tür dann auch wieder dicht. Ich weiß zwar nicht, was es bringt, dass die Tür dicht ist, aber... Wir haben sie abgedichtet. Fernseher. Ah, Verschrottungstube. Damit sollten wir hier alles haben. Dann können wir gleich durchs Portal reisen. Da freue ich mich schon drauf. Zurück. Okay. So. Hi, wow, ja, war sehr viel los, bei mir auch. Ich spiele jetzt gerade Pacific Drive. Ja, ist sehr interessant bis jetzt. Und, ja, macht sehr viel Laune. Muss ich sagen. Also, ich kann aber noch nicht viel sagen. Ich habe noch nicht lange gespielt. Das ist jetzt irgendwie die erste Route, die wir genommen haben. Und man fährt wohl durch die Gegend, sammelt Ressourcen, verbessert sein Auto, fährt wieder los. Und ja, aber bis dato sieht es eigentlich ganz lustig aus. Ich soll jetzt zu den Punkten hier fahren. Okay. You see that glowing pillar into the sky? Drive into it. Yes, it looks like hot death, but it's so much better than getting scrambled by the instability. Okay, wir müssen zu dem roten dahin, zu dem Turm. So, oh Gott.
Ich... Ich will da ganz schnell hin. Oh Gott. Da müssen wir hin. Gott, oh Gott, oh Gott. Also Autofahren kann ich nicht. Alter Schwede. Okay. Und jetzt geht's ab in dieses Tor. Okay, und go. Ja, entspannte Spritztour. Oh, oh Gott. Okay, und jetzt sind wir bei unserer Werkstatt. Wir waren eine Stunde unterwegs. Ein bisschen was gesammelt. Did I not mention that you're the first human I've sent through that thing? I mean, there have been rodents, but it's not like it's completely untested. But anyway, it worked. Nice. So, you should have made it back with everything you collected out there. That's the beauty of the gateway. It's the only way to get back with all your marbles intact. Now, take those parts you found into the back room. I'll let you use my fabrication station. For now. That station will concoct ways for you to rig up anything from roof racks to flare guns. Assembling an antenna with those parts you brought back should be easy as pie. But it requires Anchor Juice to work its magic, so bring back as many as you can. And just because I haven't used that garage in decades doesn't mean you can trash the place. Mess up my equipment and I'll throw you to the anomaly so quick you'll get whiplash. We clear? Ey. Okay, ich... Oh. Ich kann irgendwelche Aufkleber hier aufbringen. Was ist das? Oh, Sterne. Ja, mal gucken. Oh, was ist das denn? Rohrpost? Rohrpost? Was? Sommerfall. Oh Gott, was ist das denn? Spinnt. Eine Handbremse, primitive Platte, primitive Stoß. Handstaubsauger, okay. Das gucken wir uns gleich mal an. Und dann halten die Teile wenigstens zusammen. Okay, ich will mal eben mein Inventar leeren. Dann will ich jetzt mal hier gucken, was es hier so gibt. Okay. Okay, also, ich brauche eine Scan-Antenne für das
Berggebiet. Dieses Gerät zusammengebastelt aus geplünderten Ersatzteilen und Ausrüstung aus Opis Tresorraum. Sucht das Sperrgebiet nach Inseln der Stabilität ab. Okay, also die Kugeln, die ich eingesammelt habe, kann ich hier dann opfern. Dann kriege ich eine Antenne für das Sperrgebiet. Okay, und jetzt? Ah, aufs Dach bringen. Okay. Ja, gibt ja auch noch normale Handbremsen, ne, aber eine normale Bremse, du, aber kein Wunder, dass ich die ganze Zeit immer durch die Gegend gerutscht bin. Oh. 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 Das ist cool. Okay, ist so ein Lack da drin, ne? Ups. Lack und Aufkleber. Also ich habe Lack und Aufkleber. Magische Truhe. Okay, ich habe eine Handbremse, die kann ich wahrscheinlich im Auto. Ah. Okay, jetzt. Okay. Ah, hier kann ich wahrscheinlich meine Ressourcen reinpacken. Welche sieht denn, welche Platte sieht denn? Oh, guck mal. Und wenn ich das jetzt hier hinschmeiße. So. Guck mal, weil die hatten Herzchen. Brauche ich ja. Also bis jetzt finde ich das Spiel auch echt nice. Weil das bringt irgendwie interessante Aspekte einfach mit rein. Oh Gott. Wie sieht die Tür hier aus? Okay, dann machen wir hier unsere Lieblingstüren. Was das einem Zahnrad fehlt und elektrisches Bauteil. Ah, da kann ich hier Sachen erforschen. Okay. Glühbirnen. Materialzerleger, den würde ich gerne haben. Verschrotteter Handstaubsauger.
forsche ich mal eher. Oh Gott. Sommerreifen, da kann ich mir selbst welche herstellen. Okay, dann haben wir jetzt eine Glühbirne gelernt. Und lernen noch Stahlblech. Seitliche Fluglichter. Ah, brauche ich seitliches Gestell und das ist eine Wiederverwendbar. Ja, okay, die will ich haben. Hier viel. Aber ich glaube, ich will erstmal. Bisschen gucken. Fülle den Tank. Okay. Oh. So unten ist ein, ne?
Staubsauger. Stahltür. Ah. So, und was fehlt mir jetzt noch? Eine Starthilfe. Hier. Oh. The train is pulling out the station. The wind is blowing. Wie viele habe ich denn? Oh mein Gott. So, dann haben wir alles mal mit Stahlreifen ausgestattet. Yeah.
das kacke aus. Oh, der hat die primitiven Türen drin. Okay. Alles, was jetzt hier rumlag, ne? Ja. Schön. Wie sieht das hier jetzt aus? Ready to make this remnant verification a one and done thing? I'm sending you to visit Colossal Cappy. If that old anomaly doesn't induce electromagnetic resonance in your car, then we're free from Tobias's fever dreams and we can get you out of here. With that antenna fixed, you can now detect stabilized road junctions in the outer zone. You've got a stable route heading straight to Cappy's front door, but the energy readings are off the roof. I advise you not to take the zone lightly. You better gear up or you may not survive the trip. Which would make my life easier, so. Your call. Oh, was ist das? Okay, das sieht aus wie ein Kernreaktor. Cooles Teil. Ich würde für heute Feierabend machen. Ich muss morgen früh raus. Wir haben morgen eine, ach, wie heißt es gleich noch? Eine Tagung, die geht 2 Tage. Und dann komme ich Samstag späten Nachmittag, Abend wieder. Und dann würde ich Samstag wieder streamen. Morgen fällt leider aus, weil ich auf einer Tagung bin, worauf ich richtig Lust habe. nur das geht ja um IT-Kram und so weiter und da muss ich leider hin. Ja, für heute will ich das dann hier erstmal alles einfach beenden und dann gucken wir uns Samstag, denke ich mal, ein bisschen länger hier das Ganze an, auch nochmal 1-2 Touren fahren und einfach mal gucken, wie das so läuft. Und ja. Danke, amüsieren werde ich mich auf jeden Fall. Abends ist offene Bar. Das heißt, wir können trinken so viel wir wollen. Ja. Genau. Aber Dankeschön. Ich wünsche dir oder euch auch einen schönen Abend. Eine gute Nacht. Und auf jeden Fall dann bis zum nächsten. Oh Gott, nein. Gott, genau, und dann auf jeden Fall bis Samstag. Wie gesagt, morgen fällt aus. Und, genau. Ciao und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Auf jeden Fall, und dann danke fürs Dabeisein. Schönen Abend euch, gute Nacht und auf Wiedersehen. Ciao.